Weiß das jemand? Ja, Dance for Life ist eine globale Jugendbewegung, die junge Menschen auf der gesamten Welt miteinander vereint. Genau, wir möchten euch sensibilisieren. Das wollte, meinte jemand gerade hier, das wollte auch mal sagen? Ihr wisst schon Bescheid, heißt es. Super. Wir möchten bewusst sein in eurer Stadt. Wir möchten euch sensibilisieren für das Thema HIV und AIDS und deren Gefahren. Wir möchten, dass ihr aktiv werdet, dass ihr euch selbst einsetzt mit eurer Stimme und mit eurem Körper gegen die Ausbreitung und die Gefahren von HIV und AIDS. Und wir wollen, dass ihr selbst Verantwortung übernehmt für euch, für eure Homies und im besten Fall für die ganze Welt. Kurz zu HIV und AIDS, da erfahrt ihr später noch mehr drüber. HIV ist der Virus, AIDS ist die ausgebrochene Krankheit, wenn das Immunsystem sehr geschwächt ist. 7100 Menschen infizieren sich täglich weltweit an der Krankheit HIV. Wer von euch ist eigentlich zwischen 15 und 25? Da will ich mir die Arme hochsehen. Gibt's noch ein paar, die 14 sind? Dann nehmen wir die mal mit rein. Und wer von euch hat Freunde, Bekannte, Geschwister, die in dieser Altersspanne sind? Und warum? Hallo, warum stelle ich euch dieses? Hat jemand eine Idee? Weil über 50% aller Neuinfektionen genau in dieser Altersspanne sich bewegen. Und das betrifft also ganz genau euch. Brauchen wir mal eure Aufmerksamkeit. Tanz und Musik, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ist eben eine universelle Sprache. Das heißt, jeder kann die verstehen, ohne jemals irgendwie ein Grammatikbuch, ein langweiliges in der Hand gehabt haben zu müssen. Und eben Tanz und Musik bietet die Möglichkeit, mit so schwierigen Themen wie AIDS und HIV auf etwas andere Art und Weise umzugehen. Und genau diese Möglichkeit möchte Dance for Life nutzen, um eben mit positiver Energie etwas gegen HIV und AIDS zu unternehmen. Genau. Dance for Life ist eine Weltorganisation, habt ihr ja schon mitgekriegt. Wir sind Dance for Life Deutschland. Wir werden in diesem Jahr in über 50 Schulen diesen Workshop machen. Und Dance for Life ist Teil einer weltweiten Erfolgsgeschichte. Alles begann 2003. Und wie das so genau ablief, das zeigen wir euch jetzt in so einem kleinen Clip. Viel Spaß damit. Wie geil! Yeah.
Every 2 years, a powerful global dance event is organized to celebrate our achievements as agents of change. United by one cause and connected live via satellite, we dance together to inspire and gain support from the rest of the world. In only 6 years, Dance for Life has reached 28 countries. The goal is to create a global youth movement of 1 million agents of change by 2014. I felt like I had been heavy when I was 16, and today I'm showing my story, how the young people out there. I'm inspired to stay even negative, or to live and continue my life and become an agent of change. Ihr seid ja alle
viel versierter als wir inzwischen wahrscheinlich, irgendwie mit allem mit Handy und Internet und Pipapo. Natürlich im Internet informieren. Ansonsten, wir haben auch Broschüren da, wenn ihr genauere Infos haben wollt, wo ihr euch informieren könnt, vielleicht auch irgendwie in städtischen Einrichtungen oder so. Dann kommt ihr einfach nach diesem Workshop zu uns, fragt uns, dann kriegt ihr entsprechende Antworten. Okay, wir sind ein bisschen hibbelig, weil wir echt unter Zeiten stehen, weil ihr ja auch alle euren Schulbus irgendwann bekommen müsst. Oder auch nicht, so war es zumindest meine Info. Ja, Leute, habt ihr noch mal Bock, ein bisschen abzugehen, dann gebt mir mal, was? Nein. Habt ihr Bock abzugehen, dann gebt mir ein Oh yeah! Nein. Was? Nein. Stopp. Geh erst mal auf. Okay, stopp. Egal, ob ihr Bock habt oder nicht, gebt mir ein Oh yeah! Okay, geht los. Und zwar geht das so.